wieder noch Master 2. Willkommen zurück. Das ist wahrscheinlich der letzte Part. Wo ist denn das? Wahrscheinlich jedenfalls. Ja, ich gehe davon aus, dass wir keine 20 Minuten mehr durchhalten. Muss ich ganz Aber wir müssen nur noch in die Welle 41, also dass oben 41 steht im Endeffekt. Ja, das schaffen wir schon in 20 Minuten, hoffe ich. Oh. Der Himmel ist nicht so blau, der Himmel ist zu blau. Das sind zu blaue Gegner. Okay, ne, der Himmel ist rein, sehr gut. Reingemacht. Ich muss da nur durchlaufen, ohne mich hier treffen zu lassen, wenn ich mein Gewitter loslasse. Da kommt Feuer runter. Ah, verdammte Arsch. Meine Güte, bin ich denn da? Wir haben noch ein paar Sporen übrig, das ist gut. Der gehört jetzt uns, der gepanzerte Ogre. Lange durchhalten wird er hier nicht, aber besser als gar nicht. Alles Gold solltest du jetzt nehmen. Mehr Sporen. Ist immer gut. Ich kann jetzt gar nichts mehr bauen. Was irgendwie helfen würde, meine ich. Das ist also. Die Reihe hier gefällt mir jedenfalls. Ist sehr sinnvoll gebaut. Okay, ich könnte noch eine Wand oben bauen für Flieger. Oder ja, gegen Flieger. So sofort an die Fliegereinheit. Ah, nein! Oh Gott, ich habe ihn gestunt. Ich stun ihn weiter. Ich bin fast drauf gegangen, Neujäger. Oh, jetzt gehört er uns, okay. Auch in Ordnung. Damit lebt sich's auch. Heilung wäre was Nettes. Das haben wir gerade wirklich nicht. Hey, wir sind einfach alle near death und laufen so hier die ganze Zeit rum. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, sogar die Welle schaffen wir. Respekt. Hey, müssen wir auch schaffen. Ist ja noch nicht 41. Ja, aber nur weil du etwas schaffen willst, heißt nicht, dass du es auch schaffst. Doch. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Oh mein Gott, er ist verreckt. Okay, nehmen wir dir. Okay. Ach, du singst weiter. Weil ich den Text weiter gar nicht weiß. Ihr werdet mir dienen. Ist das eine Leber? Ich töte gerade nur Himmel. Bitte hinten anstellen. Oh mein Gott, mein Charakter schießt sonst wohin. Hä? Was? Bin tot. Direkt neben dir verreckt. Hat dich irgendeiner von denen in Kugeln getroffen? Au. Ich glaube, der Blitzdings da oben. So. Hab ich eine Kugel erwischt. Ah, ja, jetzt kämpft er für uns. Sein. Schieß für uns Kugeln, ist sinnvoller. Oh, okay, das war jetzt nicht sehr lang. Besser als gar nicht. Was ist das für eine neue Teufelei? Gut ist, dass das Eis immer one-hittet, weil die halt einfach da runterfallen. Ja. Deswegen ist es so Flieger-OP. Außer wenn die Flieger auch kalt sind. Naja, aber dafür habe ich Elektronotfalls oder normale Angriffe sind ja auch noch da. Okay, Luft schaut rein aus auf der Seite und auf der Seite auch. Der da gefällt mir nicht. Der ist zu eisig.
Er denkt sich eiskalt, glasklar. Ist auch oh, irgendwas haben so kleine erwischt. Dinger. Ja, ich glaube, so einer hat mich auch erwischt. Feuer versus Eis. Es gewinnt immer der, der nicht uns gehört. Ah, wir haben sogar noch einen erlebt, gut. Achtung, ah. Ja, hier, geh vor, geh in den Kampf rein. Okay, ich glaube, mehr werde ich heute nicht mehr bauen können. Ah, ich habe Elektros auf meiner Seite, gegen die kann ich nichts reißen. Hä? Achso, du bist ein Feind. Ich dachte, es wäre unser Gnolljäger. Ups. Nein, da musst du schon auf den im Kopf achten. Ich kontrolliere den Himmel. Himmel ist gut. Gut aussehender Himmel. Generell sind hier gerade echt wenig Gegner. Es macht mir echt Hoffnung, dass wir es schaffen. Die nächsten zwei Wellen wird sich zeigen, ob wir es schaffen. Wollen wir nicht, der soll sterben. Euch auch nicht. Sehr gut, nimm's Geld. Ach, so viele auf einmal. Pfeile für acht. Oh, Frosties, okay. Naja, es ist gerade ein bisschen Mischmasch. Ja, ich schieß die alle einfach normal ab, was soll's. Keine Gnolljäger in der Welle, das ist schon mal gut. Zumindest noch nicht am Anfang. Meine Güte, eine Punktlandung. Okay, mein Himmel ist rein. Oh shit, was zur Hölle tötet mich? Wow! Ja, diese Kugeln von denen, musst du drauf achten. Ich hab gar nichts gesehen, Mann. Ich wollte eigentlich ein Gewitter setzen, hatte ich nicht genug Mana und auf einmal war ich ziemlich tot. Egal, notfalls hast du noch deinen Stun, das ist gut zu wissen. Darfst du nur nicht vergessen. Wieso sind wir eigentlich bei 16? Ist irgendwas durchgekommen? Irgendwann? Ich dachte, wir hätten noch ein paar mehr. Oh, auf! Ich hab doch gesagt, diese Kugeln! Mann, ich bin die ganze Zeit links, rechts hinter der Säule gelaufen, Mann. Mehr kann ich auch nicht tun. Und du sagst, pass auf in dem Moment, in dem ich tot umkipp. Ja, ich habe das Ding gerade schön direkt auf deinen Kopf zufliegen sehen und mir so gedacht, geht mal weg. Ist das da 2 gegen 1? Ah ja. So. 2 von uns? Ah, umso besser. Okay, die müssen wir jetzt schaffen, danach haben wir es hingekriegt. Achtung! Flieger! Übrigens, falls du mal irgendwie total umzingelt bist, kannst du mit deinem Eisgegenstand Rechtsklick machen. Das ist OP. Ich glaube, den gepanzerten Oger werden wir übernehmen. Der wird so lange durchhalten. Aber der Himmel ist schon wieder vollkommen erledigt. Ich glaube, das schaffen wir. Bin sehr zuversichtlich. Vergiss nicht, die Lore umzukippen. Das
habe ich bisher noch nicht ein einziges Mal gemacht. Ja, ich mach's ja auch die ganze Zeit, aber... Oh, shit! Was zu... Lass mich da raus! Ah, ah, okay, ich bin raus. Sollte es nicht so nah rangehen. Ich muss aber ein Gewitter setzen. Dann stell dich seitlich an der einen Säule hin, das muss reichen. Okay, vergiss nicht, du kannst alles dann. Lass keinen durch. Kann lieber alles und das da machen. Was war das? Dass sie gegen sich selbst kämpfen. Ah, ja, stimmt. Den Klick hast du auch. Dennis, wir müssen nur noch diese Welle überstehen. Keinen durchlassen. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, hallo Herr Gelser. Hey, yep. Wir haben es geschafft! Ja! Sieg! Gewonnen! Ole, 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 ole! We are the champions! Ach, komm, bestellt und erledigt! Ole, 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 ole! La, 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 la. Ja. Ist nicht schlecht. Gegner tot. Gegner tot, gleich Gegner tot. Wenn ich so weitermache, gehen ihnen bald die Orks aus. Herrje. Bist du gestolpert? Da ist viel los im Himmel bei mir, wie es ausschaut. Danke an Mike the Penguin mit der Idee, hier mit Bodenflammern etc. zu arbeiten. Wir haben zwar ein paar mehr Spornpilze benutzt als er, aber ansonsten ist es quasi seine Taktik gewesen. Ah ja, und wir hatten die Schubfalle und den, na wie auch immer das andere Ding heißt, zum Wegschmeißen der Gegner. Das hat er nicht benutzt. Keine Ahnung, wie er so weit gekommen ist. Ich fand es jedenfalls sehr nützlich und es war doch relativ bequem bis hierhin, oder? Kann man sich gar nicht beschweren eigentlich. Wir können jetzt eigentlich Game Over gehen, wir haben es geschafft. Theoretisch. In der Luft. Naja, wir müssen ja jetzt nicht freiwillig aufgeben, aber... Machen wir noch ein paar Sicherheitswellen. Ob wir es ja geschafft haben. Was? Sicherheitswellen? Ich weiß ja nicht. Sicher, ja, oder sicher dumm ist. Dumm? Wie dumm? Wie lang ist denn der Part? Sag mir das mal. 13 Minuten. Naja, der Part wäre noch ein bisschen kurz. Wir können uns ja, wenn wir über 20 Minuten sind, umbringen. Falls wir dann noch leben. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Oh shit, was macht der da? Renn ich fast in den Knoll rein? Ja, der rennt in meine Pilze. Na, zum Glück ist er da rein. Dafür ist er ja da. Dafür sind die Pilze da. Auf meinem Bildschirm steht die ganze Zeit Kopfschuss. Ja, dann bist du ein ziemlicher Hedgehog da. Ja, ich brauche das auch für die Mana. Rückgewinnung. Was, Mana Rückgewinnung? So, ich die Gewitter. Ich könnte die Gewitter nicht so spammen, wenn ich keine Mana kriegen würde für all die Hedgehogs, die ich lande. Aber genau das hat man in der Armbrust als Unikat 2. Sinnvolles Unikat. Mana-Rückgewinnung bei Headshots. Wir schaffen die Welle auch. Locker. Was für ein Spiel. Okay. Gerade genug Sporenfallen haben wir, dass das reicht. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Level so leicht beim ersten Versuch schaffen.
Ja, aber welchen denn sonst? Ich habe keinen Bock, endlos Sachen, die ewig dauern, öfter als einmal zu probieren. Ja, denn das Problem ist aber, wenn wir keine Taktik finden, mit der wir es hinkriegen, dann wird es beim ersten Mal nicht klappen. Und du musst dich daran gewöhnen, bei den nächsten 15 endlos versuchen, die anderen Maps, da wird sicherlich mindestens einmal vorkommen, dass wir es nicht hinkriegen. Und vielleicht auch bei zwei Taktiken nicht hinkriegen. Hier hat es jetzt wunderbar funktioniert, oder ja, zumindest hat es funktioniert. Wunderbar nicht unbedingt, aber es hat gut genug funktioniert, sag ich mal. Damit können wir beide leben. Es sind drei wunderbare Parts geworden, wenn ich mich jetzt nicht total verzählt habe. Vielleicht auch vier, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind jetzt dann gleich Game Over. Es sind zu viele Knolljäger in dieser Welle. Was, warum denn? Oh shit, da kommen noch mehr! Au, oh Mist. Kämpf gegeneinander, Knolljäger. Ah, shit. Was macht ihr denn schon wieder hier? Seid mir zu nah. Die leben hier. Ah, einer ist hinter uns! Ah. Oh mein Gott. Das ist schon ziemlich fies. Ah, ja, gefallen Eis. Ich sehe das natürlich nicht so gut. Ja, egal. Ich habe gerade genug Geld dafür gehabt. Für was? Den Bodenflammer an der Wand. Den Wandflammer, sozusagen. Der Wandflammer. Ist der... Ach nee, der geht aber nicht so selten. Ich glaube, das halten wir jetzt nicht mehr aus, oder? Glaubst du? Sieht gerade irgendwie ziemlich harsch aus. Oh shit, wie kommt der Eis sogar noch her? Ja, der stand da schon die ganze Zeit. Ach, der rennt gleich durch. Ja, scheiße, die rennen gleich alle durch. Okay, die wurden alle noch konvertiert. Oh lol, ich hab's überlebt. Bleibt hier. Tut mir den Gefallen, bleibt hier. Die eine Welle schaffen wir noch. Eine geht noch. Ein Punkt, okay, ein Punkt, Dennis. Ja, lasst euch konvertieren. Du auch. Bleib hier. Nein, nein, du bleibst auch hier. Du bleibst hier, nicht wegrennen. Ole, wir haben's geschafft! In der Luft. GG, well played. Ihr werdet mir. Das ist es gewesen. Respektabler Versuch. 43 bestandene Wellen. Draufgegangen in der 44. 5 Schädel erreicht. Spielzeit 1 Stunde 5 Minuten. Ja, 3 Parts. Richtig. Ich dachte schon, du bist schon in der Statistik, wenn du das hier so liest. So viele Tote. Ich dann wundern, ja. Wenn ich überlebt hätte, du nicht. Sind schon nah dran. Oh, shit. Ich glaube, hier sind zu viele. Du darfst dich nicht von denen umbringen lassen, das ist for sure. Ja, ich habe hier nur... Wie lebst du eigentlich noch? Oh, irgendwas ist auf der anderen Seite durch. Ich laufe halt... Ich stehe halt auf den Pilzen, weißt du? Ja, da stand ich gerade auch, das war nur keiner mehr übrig. Wir haben den 5. Schädel! Und jetzt 17 neue Schädel, Mann. Da kann man sich doch endlich mal wieder was leisten. Wenn du meinst. Ja, du musst dir auch langsam mal wieder was leisten. Wenn du meinst. So. Das war jetzt der Steilhang für in der Klemme und der Anstieg haben wir uns auch schon Tutorials sozusagen ausgesucht. Also ja, Tutorial. Die habe ich dir in dem extra Discord-Chat gepostet. Schauen wir uns mal an, für welche Strategie wir uns entscheiden bei in der Klemme und bei der Anstieg. Aber das kommt dann auf alle Fälle erst im nächsten Part, hätte ich mal gemeint. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Sagst du auch noch was? Weiß ich nicht. Die können sich die Endcard anschauen. Achso, läuft da jetzt die Endcard? Ja, oh Gott. Die läuft doch nicht das immer am Ende des Videos. Findest du nicht? Achso, das meinst
Ich hole mir jetzt erstmal wieder ein Wasser. Ich brauche was zu trinken. Ah ja. Also ja, dann, wir werden nicht vergessen. Auf das linke Video oder auf das rechte Video oder auf die Playlist. Ja, oder auf das, was ja im Endeffekt mein Gesicht ist, mehr oder weniger als auf der Abo-Button halt. Klickt auf dein Gesicht. Aufs Gesicht. Gesicht ist es nicht, da steht ja nur deswegen 100 eigentlich. Klickt dann auf dem Gesicht rum. Smash den Button. Like and subscribe. Mein Gott, Mann. Werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.